Ich begrüße Sie zu den Meldungen des Tages. Die Bundespolizei hat in Frankfurt oder am Dienstag 21 Personen festgenommen, die ohne gültige Papiere aus Polen nach Deutschland gekommen waren. Die meisten von ihnen stammten aus Indien, Afghanistan und dem Iran. Sie wurden in Gewahrsam genommen und wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthalts angezeigt. Die Kontrollen fanden zwischen Dienstag und Mittwochmorgen an der Frankfurter Stadtbrücke und am Bahnhof statt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die mutmaßlich Geschleusten an die zentrale Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt übergeben. Zwei minderjährige Alleinreisende wurden dem Jugendamt überstellt. Und am Mittwoch sind weitere 42 Personen im Frankfurter Grenzgebiet festgestellt worden. Auch diese Männer wurden in die Erstaufnahmeeinrichtung gebracht. Am Donnerstagmorgen gerieten am Kanal in Eisenhüttenstadt ein 40 Jahre alter Mann und eine 43-Jährige in einen Streit. Infolge der zunächst verbalen Auseinandersetzung griff er nach ersten Erkenntnissen die Frau an, die ihm daraufhin eine Bierflasche gegen den Kopf schlug. Im nahegelegenen Krankenhaus wurde er behandelt. Beide Beteiligte hatten Atemalkoholwerte von 1,92 bzw. 3,66 Promille aufzuweisen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei in der Sache. Am Donnerstagvormittag wurden der Polizei zahlreiche Fälle mutmaßlicher Sachbeschädigungen angezeigt. Unbekannte hatten im Robinienweg, im Paul Frostring, in der Ebereschenstraße und dem Pappelweg bei mehr als 20 Autos die Luft aus den Reifen abgelassen. Bei allen betroffenen Fahrzeugen handelte es sich um SUV. Teilweise hinterließen die Täterzettel mit kritischen Äußerungen zum Besitz derartiger Fahrzeuge. Mittwochmittag trafen in der Eisenbahnstraße ein 24 Jahre alter Kameruner und ein 25-Jähriger aus Eritrea aufeinander. Aus noch ungeklärten Gründen schlug der Eritreer seinem Gegenüber eine Glasflasche auf den Kopf, wodurch dieser leichte Verletzungen erlitt. Alarmierte Polizisten nahmen den Täter fest, um weitere Straftaten zu verhindern. Nach wenigen Stunden wurde der 25-Jährige wieder freigelassen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Das Hauptzollamt Frankfurt-Oder hat im Jahr 2022 52 Ermittlungsverfahren gegen Unternehmen eingeleitet, die ihren Beschäftigten weniger als den gesetzlichen oder branchenspezifischen Mindestlohn gezahlt haben. Die Verstöße wurden mit rund 184.000 Euro an Verwahren und Bußgeldern geahndet. Das teilte die Gewerkschaft IG Bau mit, die sich auf eine Erhebung des Bundesfinanzministeriums berief. Die Gewerkschaft Bau forderte mehr Kontrollen durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, vor allem auf dem Bau, wo es immer wieder Verstöße gebe. Die Gewerkschaft schätzte, dass die tatsächlichen Zahlen der Mindestlohnverstöße weitaus höher seien als die offiziellen Zahlen. Am Sonntag beteiligt sich das Kloster Neuzelle am Tag des offenen Denkmals. Von 10 bis 18 Uhr haben Gäste freien Eintritt in die Museen und von 11 bis 15.30 Uhr 30 finden kostenfreie Führungen statt. Es gibt Dachstuhlführungen in der Stiftskirche, einen Blick hinter die Kulissen im Museum Himmlisches Theater sowie Gartenführungen. Viele weitere interessante Nachrichten und Informationen gibt es auf osftv.de. Jetzt geht es weiter im Programm mit dem Faktencheck zum Thema Migration in statt